Willkommen zurück zu Avatar. Ich bin euer Firbo und wir befinden uns nach Fenrir letztes Mal entdeckt haben, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. Schick, schick. Schick, schick. Ja, wir haben ein paar Waffen. Da soll ich hin? Nee, will ich wohl nicht. Ich, wo? Wie? So, wir haben ja hier alles entdeckt gehabt. Genau. Wir bräuchten aber, glaube ich, noch ein Lager, oder? So, hier müssen wir das hinkriegen. Was der soll's, Freude des Kingo-Waldes. Meist offenbar im Wildbrembium. Sein so findet man oft im Bonbion. Was ist jetzt eine Pflanze oder ist das ein Tiermaterial? Das weiß ich schon nicht. Ja, ich brauche noch einige. Ich wollte auch noch einige Sachen abklappern, ne? Stimmt, ich wollte ja jetzt hier hin zu dem und dann muss ich das noch mitnehmen. Dann auf der anderen Seite beispiel genau das wollte ich auch noch machen. Stimmt ja. Heißt also, ich folge erstmal meiner Markierung. So, jetzt bin ich wieder drin. So. Gucken wir mal, was Pandora noch so zu bieten hat. Was bist du für eine Pflanze? Ja, gut geschossen. Da, wieder, okay. Mich aber nicht, ich will ja eigentlich entdecken, was da ist. Also diese Pflanzen, okay. So, weiter geht's. Oh. Oh. Ah, Jungs. Ah, der kommt nicht zu mir. Schön baut ab, weil ich seine Kollegen erledigt habe. Oder? Ich darf es sogar nehmen. Sehr schön. Das ist cooler Kill war oder so, sehe ich jetzt nicht, oder was? Und noch Schutz 2 getötet gehabt, oder nicht? Bin ich jetzt blind? Da ist noch einer. Sieht also komisch aus. So, aber ich habe dann noch einen gekillt gehabt. Ah, da. Zack. So viel Grün, dass man das gar nicht mehr sieht. Da kriegen wir nur dasselbe. Okay. So, jetzt müssen wir über den Fluss rüberkommen. Der ist auf jeden Fall abgehauen scheinbar. Was glaube ich der Boss, ne? Also der King der Gruppe. Den haben wir nicht bekommen. Naja, schauen wir mal. Ja, fischen sollte ich vielleicht auch mal, ne? Erstmal nicht unter Wasser schlagen kann, ne? Oder einfach einsammeln kann, weißt du, wie bei allen anderen Spielen auch so. Was ist das denn hier? Ist das hier schon das Navi-Dorf? Sieht so aus, ja, Jägernest. Jägerast, so, Schnest. Hallo. Die winzigen Himmelsmenschen? Ihr wollt Natter. Oh, Dampfstoff. Hier. 15, 14, da kriegt ihr den. Die Fasche, das Ding doch direkt. Sehr schön. Ja. Gottnutz hat recht. Provoziere kein Chaos. Ich will doch keinen Chaos produzieren, ich will einfach nur hier sein. Und euch helfen. Jetzt bin ich jetzt mein Modestil des Nors, ne? Krieg ist unvermeidbar. Guck mal dich an, Alter. Ich bin hipper angezogen als du. So. Ja, was zum Sammeln hier? Was cooles, ressourcenmäßiges. Mutter muss lernen, ihre Zunge im Zaum zu halten.
Na, hier könnten wir noch kochen. Aber Essen haben wir ja nicht mehr als genug. Genau, das Fleisch einfach so essen. Oh. Ach, jo. Mal gucken, was wir hier so anlegen. Können wir was kochen? Ich habe noch Rezepten kochen. Oh, jetzt können wir das Tutorial dafür. Aber leider alles nicht. Ne, okay. Dann nicht essen, Leute. So, wir könnten nochmal rasten. Ja gut, dann haben wir das auch schon erledigt. Sehr schön, dann gucken wir uns das Ding als nächstes an und dann wandern wir mal rüber zu dem Dorf. Und dann einfach alles bald erledigt. Ist denn hier irgendwas Böses in der Nähe? Ich habe gerade erst Zombie gelesen, okay. Zombie, so ein Zerwesen und das wieder. Okay. Cool. Zack. Vielleicht Eto. Ach, musste ich hin oder was? Oh, Tatsache ist unsere Hauptquest. Aber egal, wir gucken das mal weiter. Wir sind Giftdinger hier, Bruder. Was bist du denn? Eine wunderschöne riesige Pflanze, die einen Orchidee aussieht. Was in einer Gott und bitteren Insekten gestorben. Okay, kann ich aber. Okay. Komisch. Egal. So, weiter geht's durch den Wald. Hui. Ah, da wird's uns schon angezeigt. Sehr schön. So, irgendwo da. So. Oh, ist wieder ein Baum. Okay. So. Hallo, ich würde ihn gerne berühren. Ja, wie gesagt, wie wir da kriegen, keine Ahnung. Wird uns ja nicht angezeigt. Wir können es echt nirgends zu sehen, ne? Bei unserem Charakter nicht. Wir können uns einfach nur angucken. Wir haben da. Warum haben wir einen Baum? Das Ding da verstehe ich wieder nicht, aber okay. Hier sind wir auch nichts. Ach ja, hier kann man es noch zum Tau holen. Dann haben wir nochmal. So. Fast ein Kilometer. Da kann ich auch, glaube ich, schneller also machen. Ich glaube, ein Stückchen schneller. Na, ja, fast die Hälfte. So schon mal was. Eine kleine Ladezeit. Junge, ich geh jetzt schon ein- und aus bei euch die ganze Zeit und der fickt mich immer noch nicht. Ja, was bist du für eine Pflanze? Oh, kannst du schon gucken. Ja, schön ist das Spiel, kann man auf jeden Fall sagen, ne? Sehr schön sogar. Leider. Es ist jetzt spielerisch schon nicht so krass. Ich muss sagen, es ist wow. So. Ja, noch relativ oft irgendwas, aber. Sehen irgendwie nichts. Aber wir haben hier schon. Wir hören sich schon spielen. Oh, die sind so wie unten. Okay. Ah, die junge Sarentu. Ich habe viel von dir gehört. Komm. Okay. Hallo, Freundin. Hi. Wie wäre es mit einer Mahlzeit und einer Geschichte? Diese Aromen erfreuen den Gaumen und den Geist. Klingt wunderbar. Was kochst du?
Oh nein, mein Kind, du bist für das Gericht verantwortlich. Ich werde dich anleiten und dir etwas erzählen. Die Sarentu lernen schließlich gern die Traditionen der anderen Clans. Das gefällt mir. Wo finde ich die Zutaten? Ah, das Sammeln gehört zu deiner Reise, verstehst du? Die Hauptzutat ist Rindenfrucht. Scharlachpilze verfeinern den Geschmack. Wir benötigen makellose Zutaten. Gib dich nicht mit niedriger Qualität zufrieden. Nimm dir Zeit beim Ernten und beschädige sie nicht. Rindenfrucht und Scharlachpilze, das klingt einfach. Einfache Rezepte sind oft nur schwer zu meistern, meine junge Sarentu. Und dieses ist das Einfachste. Leider hat der Gifthauch der Himmelsmenschen alles verdorben. Selbst diese Früchte und Pilze. Aber wenn du aufmerksam suchst, wirst du dennoch herausragende Exemplare finden. Ja, das musst du erst mal suchen. Lass dich von mir anleiten und ich verspreche dir eine lohnende Geschichte. Okay. So, sammle Rindenfrucht. Wachse, wo noch, wenn du findest. Und fragen wir mal. Die benötigten Zutaten. Wo soll ich am besten danach suchen? Rindenfrüchte wachsen überall im Land an hohen Bäumen. Aber nähere dich vorsichtig. Und Scharlachpilze findest du auf großen Wurzeln in Sumpfgebieten. Gibt es einen Ort, an dem ich beides finden kann? Geh in Richtung der Steinbögen in der Ferne und dann hinunter in den Sumpf. Zwischen den Wurzeln wachsen viele Scharlachpilze. Das klingt noch mal. Begib dich dann hoch in den Wald neben dem Wasserfall. Und du wirst bald reife, saftige Rindenfrüchte entdecken. Okay. Ein Jenkschi drauf. So ein bisschen funktioniert. Ich wollte einfach mal den Film nachspielen. Habe ich jetzt eigentlich Markierungen hier? So schön muss nicht wirklich, ne? Aber hier sieht es auch sehr sumpfig aus, würde ich sagen. Und vielleicht ist hier auch nochmal irgendwo ein Forschungslabor schon mal. Irgendwo hier ist wohl ein Forschungslabor. Oh, hoppala. Weiter in die Richtung. Ach, da vorne, ne, da. Oh, ein Fantasy World aktualisiert. Okay, cool. Hui. Gehen wir mal hier runter. Da denke ich mir so, wenn du in der Höhe bist, da so ein Ding hinklatschen. What the fuck? Du kannst höchstens hochklettern, ne? Aber runter? Hallo? Ein Avatar, was ist ein Navi? Sollte eigentlich alles kein Problem sein. Naja, ich weiß, jetzt hier scannen wieder. Upsi, la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 l
Können wir mal gucken. Hochzutun sind das? Das ist einfach nur Essen. Immunität brauche ich ja gerade nicht. Hochzutun. Ja, muss doch. So, Scharlachpilze, die haben wir. Kleines Jagdbuch. Ach, die Dinger. Okay. Die haben wir noch im Fluss gesammelt. Und wir brauchten noch irgendeine Frucht, ne? Ne, das war die war noch aus dem Wasser. Okay. Achso, ich bin auch. Ach. Ach, guck mal, da wird sie markiert. Nee. Die ist verkehrt. Die ist okay. Warum? Das genügt. Jetzt Rindenfrucht. Na, Rindenfrucht. Aber nicht mehr. Ja, weil du markiert sollen. Okay, Rindenfrucht. Hoch in den Bäumen, sagte der ja, ne? Irgendwie. Oh, hier ist alles verdorben. Das klingt ja, das sieht ja böse. Ah, hier. In der Richtung muss das sein. Ach ja, hier. Ah, genau, den Blick drauf. Ist das nicht sogar... Kunstblüte. Okay. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch mal ein paar Menschen erledigen. So. Zack. Gut. Das ist eine andere Fabrik, die ich mir gerade angucke. Oh. Das ist die. Ich muss aber die da. Was in die Richtung, ups. Wohl mehrere Fabriken in der Nähe. Oh. Okay. Zack. Ja, wir wollen nicht mehr laufen gerade. Ich habe auch gerade keine Anzeige, ne? Was so ein. Naja, ein bisschen komisch, aber gut. Nein, ich wollte schon drauf, aber sie wollte den zweiten Sprung nicht machen. Hier ist noch ein Landbohrturm. Ich wüsste gerne, gibt es denn irgendwie auch Stealth-Kills, die man machen kann? Aber irgendwie geht das ja nicht so wirklich, ne? Okay, 3, 6 München, ne? Jetzt ist man nur 2 Roboter. Gut für 4, da sollten wir eigentlich schon relativ gut Potenzial geben, ne? Ist ja schon Stufe 6.
gewartet. Stummwimmen die leider voll ab. So, jetzt mal hier. Nicht so ein voll, okay. Jetzt sind sie auch schon voll. Und Pescherwolf. Oh, ein Schrotflintenmagazin. Sehr schön. Zack, und dann haben wir noch Stärke. So, okay, haben wir da. Da haben wir jetzt 1 und 2. Geh wieder an die Arbeit. Kommt der jetzt, ja? War ja auch sehr schön mit dem Simon. Ernsthaft? Wow. Ich hätte eigentlich mal erwartet gehabt, dass ich das so schaffe, aber gut, dann nicht. Ja. Warte. Aber das ist auch echt anders, oder? Dann fliegst du so. Haben wir hier noch irgendwas an Ressourcen? Das ist, glaube ich, schon ein Munitionsschrank, ne? Ja. Gebe ich ein Munitionsschränkchen und du bist dafür noch ein bisschen Holz. Naja, was soll's. Da war auch mal ein Hebel, ne? Ich bin nur hier. Oder da. Und kaputt. Das soll es eigentlich böse sein, oder? Ah, das soll man auch kaputt machen. Stimmt ja. Nee, stimmt ja. Das war ja unser erster Außenposten, den wir gemacht haben damals. Und schon erholt sich das Land. Sehr schön. Ja, wenn wir später kaufen, wir kommen, wenn es alles überwuchert. Das finde ich auch ganz schick eigentlich. Welchen Tomaten? Den Tomaten gemacht, ne? Da jetzt eigentlich auch was Neues entstanden ist. So turmmäßig. Also so bäumenmäßig. Okay, war das schon hier. So, haben wir noch mal was hier. Jetzt Neues. Sieht nicht so aus, ne? No. Okay, aber Hauptsache jetzt alles hier wieder. Wesh. Und dann haben wir auch schon wieder was. Oh, hier sind ja voll viele Türme. Ey.
Kann man wohl schon direkt zum nächsten gehen wieder. Ja, soll eine Frucht finden. Was macht der Fio? Siegt bei ihm die Menschheit. Eine Fische. Ach, das sind Echsen sogar, okay. Ah. Ui. Oh, wie schön das plötzlich wieder aussieht. Ich will eigentlich das Flugvieh haben. Oder das darf ich schon nicht scannen, okay. Schade. Hier. Ein paar Schwefelkapseln. Hä? Danke. Manchmal springt sie ja so wie so eine Katze, die nicht springen kann, weißt du? Total dämlich. Was ist das? Ne? Treppenfußrinde. Okay. Noch nie von gehört, aber okay. Nehme ich. Na, okay. Was sind das, diese Stäbe sammeln sollen? Ne? Stehe ich jetzt gleich oben auf dem Baum? Ja, ich habe ein bisschen Schaden, Scheiß drauf. Hier kriegen wir nochmal Schwefelkapseln, yay. So, Nacht und Tal los. Ha. Um 15. Sehr schön, aber nicht das, was ich haben will. Oh. Das hätte auch schief gehen können. Oder nicht runterfallen, aber okay, dann nicht. Fall ich halt hier runter. So. Und weiter geht's. Sombra-Kill, aber weniger Kill, vor allem können wir es mitnehmen. Oh. Nett. Oh, okay, die machen noch weg oder was? Ne. Ich sehe eine Aushubmaschine, die den Seegrund absaugt. Sieht übel aus. Stiefel wären gut. Ich werfe einen Blick auf den Plan. Stufe 4 wieder, okay. Gut, dann machen wir das aber in der nächsten Folge, würde ich sagen. Also, jetzt da wieder haut rein. Ciao, ciao.